Ja, hallo und willkommen. Ich habe mir etwas schicken lassen. Die Fernbedienung für die Xbox. Weil ich habe die mal reaktiviert in die Küche gestellt, um John Sinclair-Hörspiele zu hören in der Küche. Es ist gar kein Bildschirm angeschlossen bei der ersten Xbox, also die von 2001 oder wann die rauskam, ist das nicht erforderlich. Die habe ich per Optik an die Soundbar angeschlossen in der Küche. Von Hause aus hat die das aber nicht. Also die Xbox, die ich da stehen habe, hat das nicht. Also die erste. Man hat also keinen optischen Eingang am Gerät. Das gibt aber einen Teil für, ist das VGA? Das sind dann fünf Stecker, die da reinkommen. Also zwei für Ton und drei für Bild. Den brauche ich aber, also den brauche ich nur, um den optischen Eingang daran abzugreifen. Das Einzige, was ich mache, ist die Lade öffnen. Also natürlich Gerät anmachen, ganz klar. Die Lade öffnen, dann die CD reinlegen, die Lade zumachen. Und dann vorher habe ich am Controller A gedrückt und jetzt drücke ich einfach Play auf der Fernbedienung, dann spielt er das Hörspiel ab. Für mehr brauche ich die gar nicht. Deswegen ist ein Bildschirm nicht erforderlich. Aber ist auch ein bisschen älter, die Konsole. Interessanterweise muss das hier reingesteckt werden in den Controller-Port. Und das war deswegen damals erforderlich, weil die Xbox konnte in der Grundversion keine DVDs abspielen. Ich glaube, die mussten eine Abgabe machen, um DVDs abspielen zu können. Und deswegen gab es diese Fernbedienung. Man braucht also diese Sachen, um DVDs abspielen zu können auf der Xbox. Bei 7 € oder was ich bezahlt habe dafür. DVD-Video. Also damit konnte man auch DVDs auf der Xbox abspielen mit Fernbedienung. Damit bedanke ich mich und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich könnte ja mal schreiben, ob ihr, was soll ich denn schreiben? Ob ihr die Xbox hattet, die Xbox 1. Und was ihr davon haltet. Ich fand die schön, die Konsole. Darauf konnte ich. Ich war nie so der PC-Spieler, deswegen konnte ich auf der Xbox zum ersten Mal Half-Life 2 spielen. Witzigerweise Half-Life 1 habe ich auf der PlayStation 2 gespielt. Das gibt es tatsächlich für, also gibt es tatsächlich für die PlayStation 2. Und jetzt demnächst, da freue ich mich auch richtig drauf, gibt es Diablo 2, die aufgefrischte Version, grafisch aufgefrischt und so für die PlayStation 4. Die werde ich mir wohl auch holen, weil die. Das war mir einfach zu altbacken. Ich habe es für den PC, aber mich hat es nie gerockt, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist ja Maus und Tastatur, da bin ich nicht so der Fan von bei diesen Spielen. Aber da werde ich das wohl nachholen, das ist mal ganz schön dafür. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr die Fernbedienung habt, ob ihr die Xbox für DVDs benutzt habt. Wie gesagt, ich nehme die nur für Hörspiele und verabschiede mich damit auch. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.